zu Auf ein Drink. Hallo, schönen guten Abend. Heute, ihr seht es vielleicht, haben wir eine andere Location, denn wir haben expandiert. Wir können jetzt unter anderem dank der freundlichen Unterstützung des Henry Hotels in Berlin und in Hamburg Interviews im Foyer des Henry Hotels hier im Herzen Hamburgs aufzeichnen. Und für die so gesehen erste Folge haben wir uns einen Mann eingeladen, der tatsächlich schon einmal bei uns in der Sendung zu Gast war bei Kino Plus, der dann aber auch darüber hinaus, glaube ich, wir haben schon ein paar Mal miteinander in Kontakt gehabt, unter anderem bei Steven die Kino, da waren wir mal die Live-Geschichte und ja, Schicksal will es, du hast wieder einen neuen Film am Start. Ja, muss ja immer mal wieder sein. Ne? Simon Verhoeven wird heute von Antje und mir ins Kreuzfeuer genommen, aufgrund seines neuen Films Nightlife, der nächste Woche anläuft, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Am Donnerstag, den 13.02. Richtig. Genau. Richtig. Simon kennt man unter anderem dafür, dass er Männerherzen inszeniert hat und zwei erfolgreiche Filme daraus gemacht hat. Willkommen bei den Hartmanns war ein Thema. Der Horrorfilm Unfriended. War das? Nee, Unfriend. Oh Mann, das ist diese sehr confused. Diese zwei Filme, die halt leider zum gleichen Zeitpunkt rauskamen. Yeah. Geht auch noch auf dein Portfolio. Ja, und jetzt Nightlife und noch diverse andere Geschichten. Du warst als Schauspieler unterwegs, bist der Sohn von Senta Berger. Jetzt haben wir, glaube ich, die ganze Biografie einmal kurz abgearbeitet und jetzt können wir, glaube ich, direkt ins Gespräch einsteigen, oder? Sehr gerne. Wo kommst du gerade her, Simon? Ich komme aus Berlin, direkt eigentlich von der Premiere sozusagen. Also ich habe, gestern Abend war Premierenfeier, also erst Screening, was echt toll lief, was sehr gut lief. Ich war eigentlich sehr nervös, weil Berlin ist auch nicht immer einfach als Premierenpublikum. Kann auch mal sein, dass sie dann so gar keinen Bock haben zu lachen. Und es war eine tolle Stimmung. Es war wirklich eine wunderschöne Screening und danach wurde gefeiert. In einem Club, der in unserem Film auch eine Rolle spielt. Und es ging auch recht spät und heute habe ich eigentlich nichts gemacht, außer zu schlafen und dann hierher zu fahren, zu euch. Fein, 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 fein. Der Club, der eine Rolle spielt, ist das der Club, in dem Frederik Lau und Elias Mbarek arbeiten? Nee, tatsächlich nicht, sondern es ist das Café Maratonga, also wo eigentlich das Rentner-Tanz-Café. Ah, stimmt. Ja, und das ist nämlich wirklich ein wunderschöner Club, den es tatsächlich gibt in Berlin, der heißt Café Käse. Und es ist ein ganz altmodischer, plüschiger Club. Man denkt, man ist irgendwo in Las Vegas mit so großen Booths und so. Und das haben wir richtig gestern auch zum Club gemacht. Nicht so da läuft sonst Howard Carpendale und wir haben es ein bisschen clubbiger gemacht. Und es war toll, war schön. Bist du noch, sag ich mal, also jetzt mal direkt mal so eingestiegen, wann war das letzte wirkliche Nightlife-Erlebnis mit Simon Verhoeven am Start? Also gestern. Mit allem, ja, aber so mit allem drum und dran, so richtig. Gestern war mit allem drum und dran. Also ja, erbrochenem auf dem Hemd und da war Ahnungslosigkeit am Tag danach. Da war schon ziemlich viel Verwirrung auch am Tag danach noch. ich gehe natürlich nicht mehr so viel aus, wie man es vielleicht mal mit 25 geschafft hat, gemacht hat. Überhaupt nicht, aber ich habe trotzdem eine Liebe fürs Nachtleben immer noch und für die Leute, die im Nachtleben arbeiten. Und da muss ich auch nicht mehr selber bis 7 Uhr früh unterwegs sein. Immer. Also. Was war so dein favorisiertes Ding? So, bist du eher in Bars gegangen? Hast du was getrunken? Mittlerweile mag ich Bars sehr. Ich mag eigentlich alles. Das ist das Schlimme, das Fatale bei mir. Also ich mag Kneipen, Currywurstbuden und dann aber auch harte Clubs oder auch schicke Clubs mal. Hip-Hop-Clubs, ich kann mit allem ganz gut was anfangen. So, alles, was die Nacht so hergibt, ist wirklich wahr. Aber da würde mich mal interessieren, weil das habe ich direkt mal so zum Einstieg mal geplant. Es gibt ja schon auch diverse Filme über das Nachtleben. Tatsächlich. Ich bin gespannt, welche du jetzt nennst. Ja, jetzt pass auf. Ich will von dir ja wissen, welcher der bessere Nachtleben-Film ist. Mhm. Und da habe ich mir mal so vielleicht kenne ich die ja gar nicht. Ja, mal gucken. 5 Beispiele habe ich mir rausgesucht. Ich bin nicht vorbereitet. Okay, das ist umso besser. Human Traffic oder Studio 54? Human Traffic, kenne ich leider nicht. Nee. Ist das schon ein Ausschlusskriterium? Wird die Sendung dann nicht gesendet, wenn ich nicht... Gut, kennst du dann nicht? Dann wäre ich sehr oft, dann würde die Sendung sehr oft nicht gezeigt werden. Ich weiß nicht, was Human Traffic ist. Ist so eine Art, ja, das ist so ein Rave-Film aus England. Oh, ja, okay, ja gut, das kann sein. Gut. Deswegen würde ich da nicht wirklich mit unterbilden können. Das hört sich sehr gut an, Human Traffic. Wenn du mir das so sagst, dann glaube ich, dass das sehr, sehr gut ist. Kennst du Club to Death? Ja. Kennst du den? Also den fand ich zum Beispiel recht intensiv. Ja, der ist aber auch... Vor 100.000 Jahren habe ich den gesehen. Der ist aber schon härter. Ne? Also der ist hart. Der Human Traffic geht schon tatsächlich mehr in so eine bisschen lustigere Trainspotting-Variante. Nee, den kenne ich nicht. Also deswegen müsste ich dann das Studio wohl präferieren.
Victoria oder Collateral? Boah, das sind fiese Fragen. Ja, da ist Victoria natürlich irgendwo also Collateral ist nicht für mich ein Nightlife-Film in dem Sinne. Ja, sie gehen in Jazzclubs, aber das Taxifahrer bei Nacht. Das ist ein Thriller, der nicht wirklich nur mit Nightlife zu tun hat. Das spielt in der Nacht, aber Nightlife an sich hat jetzt für mich auch immer so eine Club-Assoziation. Aber gut, Victoria war für mich sportlich sehr beeindruckend. Sportlich gesehen. Aber ich habe auch manchmal in dem Film mir gedacht, deshalb schneidet man. Deshalb gibt es Schnitte, weil man Dynamik erzeugen kann. Und aber es ist eine absolut beeindruckende Leistung gewesen, das muss man natürlich sagen. Ja. Wäre das was für dich? Nö. Nee? Hättest du gar keinen Bock drauf, so einen One-Shot-Film zu machen? Es ist nicht so, dass ich so anfange zu denken, dass ich mir vornehmen würde, ich würde gerne einen One-Shot-Film machen. Das ist für mich, wie gesagt, keine Disziplin, die einen Film gut macht an sich per se. Ja? Wenn es einen Sog entwickelt dadurch, dann toll. Aber so gehe ich nicht ran. Also es könnte sein, dass ich eine Idee habe und dann mir denke, wow, da könnte ein One-Shot, das wäre wirklich toll, das zu schaffen. Und es würde auch Sinn machen. Bei Victoria hat es ja auch Sinn gemacht, es sollte dich ja in diesen Sog ziehen. Ja? Ich verstehe das schon. Aber bei einer Komödie ist es ganz oft so, dass du einfach diese Dynamik brauchst, der Montage, das Hin und Her, um das Timing auch später im Schnitt genau rauszuholen, dass du eben, du willst ja das Aufeinandertreffen von Blicken und so weiter und so fort, sonst müsstest du die ganze Zeit Reisschwenks machen und so. Deswegen ist bei einem komödiantischeren Film ein One-Shot Bullshit. Aber man kann ja trotzdem Verbindungen herstellen zwischen Victoria und Nightlife, weil eine Figur bzw. ein Darsteller in beiden Freddy, Filmen, nämlich ja, Frederik Lau. Ja, passt halt gut dahin, ne, ins Nachtleben, der Typ. Ja, wäre jetzt nämlich die Frage gewesen, ob Victoria seine Performance dort irgendwie Einfluss darauf hatte, dass er jetzt in Nightlife mitspielt. Überhaupt nicht. Sondern welche Filme waren das eher? aus welchem Grund spielt er damit? Bei mir, meinst du? Du, weil ich ihn liebe und weil er ein wilder Vogel ist und ein sehr, sehr großes Herz hat und ein ganz besonderer Typ ist, der so einen Street-Charm hat, der aber echt ist. Der ist nicht aufgesetzt, das merkst du auch ganz schnell, wenn du mit ihm im Gespräch bist. Ja. Ist einfach ein guter Junge, der auch ein taffer Junge ist, aber mit dem ich sehr einfach gleich so eine Herzensconnection hatte, als ich ihn kennengelernt habe. Es war 2007, haben wir mal zusammen gedreht in Südafrika, da war der, glaube ich, 17. Und er war aber gleich so ein, wo ich mir dachte, wer ist denn der Typ eigentlich? Also der. Was war das? Nee, das war nicht Mogadischu, das war so ein anderer ARD-Kriegsschmonzette, wo ich schlecht gespielt habe und mitgespielt habe, eine kleine Rolle hatte. Aber ich habe Freddy kennengelernt und das war schön. Und seitdem sind wir immer mal wieder in Kontakt gewesen und wir sind auch schon abgestürzt miteinander. Und ich habe das für ihn geschrieben, weil er ist einfach inspirierend als Typ, wenn man ihn kennenlernt. Er ist so lustig und er ist so ein Chaot und gleichzeitig ist er auch so ein Herzenstyp, ein Familienmensch, aber geht eben auch aus und geht richtig steil. Er ist eine grandiose Inspiration für eine komödiantische Figur. Er selbst. So. Das war in Victoria nicht. Also Victoria war ja schon alles ernst. Ja, klar. Okay. Ja, eben. Also ich mag diese chaotische Kraft an ihm. So. Für mich ist er ein herrlicher Chaot einfach. Ich würde gerne noch mal kurz auf eine Sache eingehen, die du gesagt hast, weil Comedy ein Ding des Timings ist und des Hin- und Herschnittes und so weiter. Wie oft passiert es dir, dass du denkst, lasse ich die Szene jetzt noch 2 Sekunden stehen oder nehme ich das jetzt hier weg? Oder ständig, ist die ganze Zeit. Das ist eigentlich das mit die größte Arbeit im Schnitt, genau so wie du es formuliert hast, gerade diese Diskussion mit dem Editor, mit dem Cutter. Ja. Weil sehr oft ist es ja auch so, manchmal ist es, ich meine, es gibt ja die spät rein, früh raus Regel in der Szene, ne? So spät wie möglich rein, so früh wie möglich raus, eigentlich, um Dynamik zu erzeugen. So spät wie möglich in eine Situation reingehen, so früh wie möglich rausgehen, wenn sie sozusagen noch offen ist, aber der Zuschauer hat gerade kapiert, um was es geht und weiter. So. Das ist bei einer Komödie natürlich manchmal anders, weil man hat gewisse Parts, die auch Schlenker machen und die man eigentlich vielleicht nicht braucht, aber man muss halt auch mal abwägen, aber ist es vom Unterhaltungsfaktor jetzt so hoch, dass ich es drin lasse, obwohl ich es eigentlich inhaltlich nicht brauche? Das sind ständige Diskussionen und die gehen dann teilweise über Passagen, über längere Textstrecken oder auch über Blicke, wo man sagt, brauche ich diesen Blick am Schluss, die 2 Sekunden? Das ist die größten Diskussionen sind das, ja. Und kannst du sagen, wie es in der Regel ist? Gibst du eher dem Editor recht oder muss der Editor sich eher dir beugen?
Es ist wirklich mal so, mal so. Also ich vertraue meinen Editern total und lasse sie erstmal auch komplett machen. Und dann gibt es aber natürlich irgendwann auch schon den Punkt, wo ich ein bisschen übernehmen muss, weil ich die Story im Ganzen und welche Punkte ich wie, aus welcher Perspektive betont haben will und so rausgemodelliert haben will, das muss ich dann sagen. Also dass die können jede Szene erstmal so abliefern, dass man sich sagt, okay, ist schon mal eine gute Version. Das machen die von selbst. Und dann kommt natürlich ein bisschen so, da muss auch meine Perspektive reinkommen, weil sonst wäre irgendwas ja falsch, ne? Weil ich habe es geschrieben und dann müssen die auch von mir Input kriegen. Ja. Aber im Zweifel gebe ich ihnen auch recht. Also es kann auch sein, dass wir mal nicht einer Meinung sind bei irgendwas, dann lasse ich das einwirken. Also ich würde sehr, nur bei Sachen, wo ich 100.000%ig sicher bin, wo ich sage, nee, mach das so, dann habe ich ja meistens auch recht. Aber wenn ich unsicher bin, wenn ich ein bisschen unsicher bin, dann werde ich das auch nicht, dann werde ich das nicht verstecken. Ja. Sondern dann möchte ich von Ihnen, dann glaube ich Ihren Beratungen auch oft. Gibt es einen bestimmten Moment in einem deiner Filme oder vielleicht jetzt sogar auch in Nightlife, wo du wirklich am Ende des Tages gesagt hast oder jetzt, wo du den fertigen Film gesehen hast, Gott sei Dank habe ich auf den gehört. Also wo du richtig froh bist, dass du gesagt hast, ey, ein Glück, habe ich jetzt nicht meine Version oder meine Vision irgendwie durchgedrückt, sondern habe darauf vertraut. Einige Sachen, also es gibt zum Beispiel eine Szene im Spieleabend, eine Einstellung bei dem Spieleabend, wo die Gangster kommen. Und Freddy steht an der Tür und die Gangster klopfen draußen an und Freddy muss jetzt diesen LSD geschwängerten Spieleabend Kasperlen, die alle in Zwergenkostümen unterwegs sind, irgendwie sagen, dass jetzt gleich Gangster reinkommen. Und die hören ihm ja gar nicht richtig zu. Und er muss denen sagen, es kommen jetzt gleich drei Bösewichte von einem bösen Imperium. Und diese LSD-Zwerge finden das geil. Ne? Und das hatte, und es war, meine, es war nicht so gut inszeniert von mir, wie der Weg ist, solange, wenn Freddy vorne an der Tür ist und dann zurückgeht. Es hat ewig lang gedauert, weil die anderen haben auch noch getanzt und rumgetanzt. Da musste er die Zwerge einsammeln und aufs Sofa setzen. Das hat 25, 30 Sekunden gedauert. Und da war auch noch Dialog. Und das habe ich, als ich die Szene gesehen habe, war das alles weg. Schon im ersten Wurf. Die saßen einfach schon auf dem Sofa, waren alle schon da. Und es ist so eine dynamische Verkürzung, die, weißt du, da habe ich einmal gesehen und mir, okay, ah ja, danke. Dann habe ich danke. Weil das war einfach, das ist oft so, dass man was Unnötiges auch inszeniert, dass man Sachen macht, wo man später sich denkt, Gott, das muss weg. Und da muss man es aber elegant wegkriegen, ja, dass es wirklich ein Schnitt sauber ist. Und da sind meine Cutter toll gewesen, schon oft in Sachen, wo du dann selber sagst, danke, dass ihr das einfach weggeschnitten habt und gleich zum Punkt gekommen seid. Ja. Ja. Hast du den, wo wir jetzt nochmal kurz bei dem Thema One-Shots sind, weil jetzt, wo wir jetzt halt so viel Schnitt gesehen, besprochen haben, hast du den 1917 schon gesehen? Nee, noch nicht, aber ich, I'm dying to see it, sozusagen. Ja, da bin ich super scharf drauf auf den Film. Klar, also hört sich toll an und ist bestimmt grandios. Glaube ich. Oder hast du einen anderen Eindruck gehabt? Hast du ihn schon gesehen? Ich habe ihn schon gesehen. Ich habe ihn sogar schon zweimal jetzt inzwischen gesehen. Und ich muss sagen, bei mir hat sich ein Eindruck gefestigt. Ich finde es technisch und inszenatorisch finde ich das wirklich auch absolut beeindruckend und eine logistische Meisterleistung, die da hingelegt haben. Ich werde aber trotzdem genau in den Momenten rausgerissen, die ja immer, die etwas ruhiger sind und halt zu etwas hinleiten sollen. Weil diese Momente, da fühle ich mich in denen Momenten fühle ich mich tatsächlich so ein bisschen verloren und irgendwie auch nicht unterhalten genug und irgendwie, weil sie bringen mir die Figuren nicht näher, weil das sind halt wirklich tatsächlich, am letzten Ende sind es zwei austauschbare Fußsoldaten, die halt loslaufen müssen, um eine Nachricht zu erbringen. Das waren damals, keine Ahnung, das war das Schicksal von tausenden von Soldaten so und ich glaube auch, das soll die Absicht sein, aber irgendwie, wenn ich so in diesem ganzen, ich finde halt, da gibt es so eine Sequenz, da rennen sie halt, da schleichen sie durch dieses No Man's Land. Ja, alles schlammig, Leichen überall rum und so weiter. Da bin ich wirklich, da bin ich drin, da bin ich gepackt, da bin ich bis in den Haaransatz angespannt. Und bei diesen anderen Szenen, da kriegt es mich nicht, da verstehe ich die Bewandtnis nicht so. Okay, ja. Also ja, ich bin trotzdem, also ich habe jetzt so viel davon gelesen, darüber gelesen und gehört und
Ich werde mir auf jeden Fall reinziehen. Ja. Du kannst mich jetzt auch nicht mehr davon abbringen. Nein, das will ich auch gar nicht. Ich Film jetzt auf jeden Fall. Zumal ich es auch ganz anders sehe. Also von daher. Das ist ganz anders. Okay. Ja, ich finde schon, dass es bei dem Film absolut, dass der One-Shot nicht nur Gimmick ist, sondern dass er auch die Geschichte erzählerisch um einen Mehrwert ergänzt. Wenn das Szenen sind, die sich aufbauen und die durch den One-Shot nicht so ausführlich gezeigt werden, weil man ja weitergehen muss mit der Kamera, dann zeigt es eigentlich nur noch mehr, wie austauschbar die Figuren sind. Für mich ergänzt der One-Shot auch die Geschichte, so gesehen. Aber das hast du ja nicht angezweifelt, oder? Nee, aber ich muss sagen, ich finde tatsächlich, manchmal ordnet sie sich die Geschichte zu sehr dem One-Shot unter. Und das finde ich eben dem ästhetischen unter. Ja, dem ästhetischen unter. Und das ist so für mich halt einfach eine kleine Hürde. Ich meine, Hitchcock hat schon den allerersten One-Shot versucht, ne? Mit einem Cocktail für eine Leiche. Ja. So, ne? Und damals noch mit Reels, wo die genau. Dann immer in Rücken der Figuren gefahren sind und wieder rausgefahren sind, weil sie ja die Filmrollen wechseln mussten. Ne? Weil konnte man ja gar nicht machen. Aber wie gesagt, ich finde einen One-Shot faszinierend, aber Film ist per se für mich Montage. Das ist die große und auch sehr eigene Kunst des Filmemachens, das Handwerk des Filmemachens, ist beruht für mich in erster Linie auf Montage, auf Gegenüberstellungen, ja, auf Parallel-Editing, auf Dynamik, ja, auf das Auswählen eines Moments, der dann genau an der Stelle sitzt und was anderes erzeugt und wieder Sprungfeder ist zu der nächsten Reaktion und so. Das ist, ich bin jetzt gar nicht so geil auf One-Shot. Also ja, ich applaudiere so Olympiade im Filme machen, aber das heißt noch nicht, dass der Film gut ist. Vielleicht ist ich bin gespannt, was du sagst. Ich schaue mir also, auf jeden Fall an. Du stehst ja des Öfteren in Kontakt mit Antje. Dann, wenn du den gesehen hast, kannst du ja nochmal abfragen, kannst du dir nochmal sagen. Aber das klingt auch so, um da nochmal anzusetzen, dass man die Art des Filmemachens einen One-Shot oder wie bei 1917 zum Beispiel einen fiktiven oder einen Fake-One-Shot, weil es ist ja keiner, die tun ja nur so, als ob es einer wäre. Und das klassische Filmemachen, wie du es gerade beschrieben hast, dass das von der Komplexität her, dass das zwei unterschiedliche Arten sind, das eine nicht komplexer ist als das andere, oder? Nee, also ich meine, das ist sicherlich, ein One-Shot zu machen, ist unglaublich herausfordernd, in was Locations angeht, was Choreografie angeht. Es ist eine unglaubliche Leistung, choreografisch, wie die Leute im Raum bewegen müssen, wie die auch mit Licht arbeiten. Die müssen ja die Lichtsets, ich weiß gar nicht, wie die das da bei 1917 gemacht haben, ob die das... Da wahnsinnig viel in der Post auch passiert ist, in Retusche von Sachen, die dann aus dem Set schieben müssen oder so. Da gibt es sehr, sehr tolle Aufnahmen vom Making-of. Wie sie die Kamera von einem Auto an zwei Leute weiterreichen, genau. Die dann laufen und dann wieder auf ein Auto setzen. Ja, das ist natürlich geil. Also wie gesagt, ich habe es sportlich genannt. Und ich glaube, es ist eine unglaubliche sportliche, choreografische und künstlerische Leistung. Aber, und die dadurch auch komplex ist. In der Vorbereitung, natürlich. Wobei ja bei 1917 wahrscheinlich ein paar VFX-Übergänge da drin sind. Die haben das ja nicht an einem Tag gedreht. Ja, also die längste Szene dauert 12 Minuten etwa. Okay, gut. Also dann ist es kein One-Shot. Ja, genau. Ganz einfach, es ist kein One-Shot. Genau. Aber das finde ich auch wieder okay. Darum geht es auch nicht beim Filmmachen. Was ist eigentlich in Wirklichkeit passiert? Sondern was erzeugt es? Was ist das Resultat auf der Screen? Und da ist es ein One-Shot. Also ist es ein One-Shot. Was war bei Nightlife die sportlichste, sag ich mal, Herausforderung? Oder die sportlichste Szene? Also sicherlich also die Jagd durch den Club war zum Beispiel schon recht sportlich, weil es einfach anstrengend ist, in so Katakomben zu drehen mit 80, 90 Komparsen, die teilweise Fetisch-Outfits haben, die auch alle gewisse Persönlichkeiten sind, die dann auch da drin, die halt, kannst nicht einfach sagen, so jetzt wartet mal 20 Minuten, also wenn da ein Filmteam ist in so einem dunklen Gewölbe und es ist heiß auch, eigentlich ist es immer interessanterweise sehr anstrengend, wenn man in kleineren Sets dreht, also wenn man in Katakomben dreht oder wenn man auch in einer kleinen Wohnung dreht, auch der Spieleabend war sehr anstrengend, weil sie stehen sich alle auf den Füßen. Du hast 8 Schauspieler in dieser Wohnung drin und du hast ein Team, was eigentlich aus 50, 60 Leuten besteht, die auch in dieser Wohnung sein sollen, teilweise jedenfalls. Bis dann die wieder draußen sind, bis sie wieder drehen können, dann geht das Team in den Raum daneben und so weiter. Das dauert wahnsinnig viel Zeit, dass du da nicht die Nerven verlierst in so einer engen Location. Da hatten wir ein paar davon. Also gerade im Clubleben, in diesem Gewölbe zu drehen, das war schon nicht nur geil. Und wie ist das? Also ich meine, ich glaube, zur Verständlichkeit wird sowas ja aufgenommen.
dann läuft ja keine so gesehen echte Musik im Hintergrund, sondern man zeichnet halt die Gespräche auf, sodass man sie hat. Und die Musik wird ja meistens... Wir haben schon echte Musik laufen lassen. Ja? Ja. Also was würdest du, also was bevorzugst du da? Wenn du einen Club machst, musst du, glaube ich, also ich habe es immer gehasst, wenn im Club, wenn man bei Clubs sehen oder bei Bars sehen, die Musik anspielt und dann wird sie ja, so ist es eigentlich klassischerweise, dann wird sie weggenommen. Ja. Und alle haben so diesen Rhythmus drin und du hörst die Komparsen so im Hintergrund, in der Stille hörst ihre Füße. aber es ist keine Musik. Da habe ich mir schon immer gedacht, oh, das ist so affig. Und irgendwie, es kommt natürlich niemals ganz diese Stimmung auf. Manchmal, wenn du wirklich komplexe Dialogteile hast, musst du es so machen. Außer du synchronisierst oder machst Untertitel. Ja, so nach, also nochmal ein Dubben, ne? Ja, aber das will ja keiner. Also das, nicht, das willst du nicht? Nee, das hab ich, nee, also ich habe aber auch keinen Dialogteil gehabt. Ich habe ja kaum Dialogteile gehabt da drin, in dieser Flucht. Ja. Da schreien die nur ein bisschen rum. Insofern habe ich von Anfang an gesagt, ist scheißegal, lass uns Musik richtig aufdrehen. Das hört sowieso, das kann ich synchronisieren, weil die Musik wird so laut sein später. Da kannst du das bisschen auch synchronisieren, was die da schreien. Hier lang, da lang, so. Ja? Ja. Aber wenn du jetzt eine lange, komplexe Dialogszene hast, wie zum Beispiel jetzt in Willkommen bei den Hartmanns, Uwe Ochsenknecht und Lauterbach sind mal an der Bar und haben ein ewig langes Gespräch und das war auch so klubbig. Da willst du natürlich nicht synchronisieren. Also da musst du natürlich im Hintergrund dann die Musik weg und alle tun so, als ob da Musik ist. Ja, ja, und das ist das immer, was ich mal am Weil Synchron ist schon immer furchtbar. Also Synchron macht viel kaputt. Immer. Ja, ja. So, komm doch nochmal zu einer richtigen Frage. Zu einer richtigen Frage, ne? Zu einer richtigen schönen Aufgabe. Nennst du wieder Filme, die ich nicht kenne? Ja, mal gucken. So peinlich. Ja, jetzt pass auf. Go oder Swingers? Oh, das ist eine super Frage. Yo. Swingers, aber nur der. Ich liebe auch Go, ja. Beides von Doug Liman. Ja. Ja. Ist eine fiese Frage, weil ich auch Go liebe. Und manche Szenen in Go, wie der Typ bei dieser Hochzeit mit den zwei Frauenabschlüssen, dann fängt das Zimmer an zu brennen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Eine der surrealsten, geilsten, schönsten, intimsten Sequenzen. Aber Swingers ist für mich, ich muss deswegen mit Swingers gehen, immerhin Jon Favreau, der es geschrieben hat, jetzt vielleicht der, ich weiß nicht was, meistgesuchte Regisseur der Welt, Disneys Nummer 1 Regisseur, The Mandalorian gemacht, ne? Lion King, also für mich immer ein Vorbild gewesen. Jon Favreau ist ja Swingers, da war ich in Amerika, als der Film rauskam, das ist so ein intelligenter, charmanter, ein kleines Juwel über Beziehungen, über die Ausgehszene, über... Es ist so clever und charming geschrieben und ich finde es so geil, dass ich das damals so, den Typen so toll fand und dann war er für eine Weile weg und jetzt weiß man, wo Jon Favreau ist. Jon Favreau ist jetzt the number one. Und dann denke ich mir, das ist doch toll, der hat damals so einen kleinen Film geschrieben. Also Doug Liman auch, ich meine, der Regisseur hat dann ja auch später noch... Edge of Tomorrow zum Beispiel. Ja, ja. Born. Natürlich Born Identity. Das finde ich immer wahnsinnig spannend, wenn so ein kleiner Film, Vince Vaughn auch, sein erster Film. Ja, Vince Vaughn, super. Ja, also ich meine, dieser Film Swingers hat drei Talente, Jon Favreau, Vince Vaughn und Doug Liman, ich weiß nicht, ob man Liman oder Liman sagt. Ich sage auch mal Liman. Daher kamen die und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und man sieht diesem Film eben so viel Talent an, wenn man da genau hinguckt, jede kleine Sequenz, diese Anrufbeantworter-Sequenz, wo er hat eine Frau kennengelernt und will ihr dann eine Nachricht hinterlassen und wird immer wieder von einem Anrufbeantworter abgeschnitten. Und wo er immer wieder ansetzen muss und er ruft sie in diesem Abend 17 Mal an und sagt 17 Nachrichten, bis sie irgendwann abhebt und sagt, don't ever call me again. Und er hat sich nur selbst versaut. Er hatte die Frau kennengelernt, es war alles gut, nur hat an dem Abend 17 Mal angerufen. Ja, das ist, ich kann aber halt über Männer auch besonders lachen, die sich lächerlich machen. Das finde ich ist mein Lieblingsthema. Deswegen ist dann halt auch so eine Figur wie diese Heiko? Was ist Malorga, Millionärs, Schlager. Ach so, der Typ ist kein Millionär. Er ist Fitnesstrainer aus Nürnberg. damit ist halt so ein bisschen diese Instagram-Fitnesstrainer- Szene, sorry, die muss man auch mal verarschen. Also diese ganzen Jungs mit den Undercuts und gestylten Frisuren und Tattoos und sich halt fotografieren beim Training und dann auf Mallorca. Und es ist halt so Love Island, diese ganze Bachelor Love Island. Sorry, muss man verarschen. Wenn man das nicht verarscht, dann... Und Augen, man hat ja, ich hab's ja nicht, ich glaube, ich hab's trotzdem liebevoll verarscht. So, der Typ ist ja trotzdem irgendwie auch sweet. Ja, er ist halt kein zweiter, oh, wie hieß denn Schlager?
Schlager. Bruce Berger. Bruce Berger? Nein, nee, dafür hat er aber auch gar nicht. Dafür ist er auch viel zu klein. Das ist ja mehr ein kleiner Auftritt. Bruce Berger war eine richtige. Den kann ich nicht mehr toppen, leider. Glaubst du? Für mich selbst, ja. Ich glaube schon, weil das war damals auch so eine Zeit, das war, in Männerherzen habe ich so viel reingelegt, ich habe so lange keinen Film machen dürfen. Und dann habe ich da wirklich so hart dran gearbeitet. Und Bruce Berger ist so eine, da kam auch so viel Tolles zusammen, dass dann Justus von Dohnányi da so unglaublich war in dem Casting. Und ich habe die Songs auch selber geschrieben, das sind alles Sachen, ich weiß nicht, ich habe da jeden Tag und Nacht gearbeitet. Das würde ich gar nicht mehr machen. Echt, in diesen ganz, 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 ganz große Liebe und so weiter, das hast du alles geschrieben? Ja. Aha. Nicht schlecht. Und auch eingesungen. Es gibt die Originalsongs, alle mit mir eingesungen. Und dann Justus hat die nachgesungen, muss man sagen. Auch alles so, ha, 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 das ist alles von mir. Aber es weiß halt keiner. Na gut, jetzt wissen es bra. Ja, jetzt wollen sie wahrscheinlich. Geht aber auch keinen mehr. So naja, wer weiß. Vielleicht sagen sie jetzt, vielleicht kommen jetzt Forderungen nach den ersten Aufnahmen. Ja, ja. Aber und das, ja. Zu den Nebenfiguren, da finde ich nämlich zum Beispiel bei Nightlife, dass ich würde eher Bezüge von Nightlife zu den Männerherzenfilmen herstellen, als zum Beispiel zu Willkommen bei den Hartmanns. Definitiv. Weil ich in Nightlife diese ganz vielen skurrilen Nebencharaktere wiedererkannt habe, die ich auch zum Teil so bei Männerherzen gesehen habe. Und da wollte ich mal fragen, führst du bei den Figuren, die so skurrile, exzentrische Nebencharaktere sind, anders Regie als zum Beispiel bei den Hauptfiguren, die ja doch, wenn ich sie so sehe, geerdeter aufspielen? Also ja, die müssen ja, die können, die Nebenfiguren sind ja gerne auch mal ein bisschen spitzer noch geschrieben, weil sie ja eben auch die Funktion haben, vielleicht dann in ihren Auftritten noch mal für Feuer zu sorgen und so. Ich meine, ich glaube, der größte Unterschied ist natürlich, dass du mit Hauptdarstellern einfach dann, wenn du 40 Tage lang drehst, dann drehst du mit den Hauptdarstellern fast 30 Tage davon oder 35 Tage. Es gibt fast keinen Drehtag, wo die Hauptdarsteller nicht dabei sind. Ja, also, und deswegen wächst natürlich diese, wie man miteinander arbeitet, jeden Tag und wird immer selbstverständlicher. Und mit Nebendarstellern, das ist natürlich so, die kommen dreimal ans Set, viermal. Und einmal kommt er da an eine Szene, wo die Bank gedreht wird, dann am Spieleabend, das ist dann 15 Tage später. Dazwischen siehst du den nicht. Und da entwickelt sich natürlich erstmal nicht so ein, na, das ist das, du musst halt versuchen, wer ist es, kriege ich den Zugang, weil du musst bei jedem Menschen eigentlich oder bei jedem Schauspieler anders Regie führen, finde ich zumindest. Also es geht eben nicht, dass du jeden mit jedem gleich sprichst, weil manche sind sehr unsicher, manche sind zu selbstsicher, manche sind, jeder hat so die Knöpfe und auch die Sprache, wie man mit ihnen am besten kommuniziert. Manche musst du ein bisschen auch kumpelmäßiger anfassen, ja, und manche musst du ganz, ganz dezidiert in Theatersprache so ein bisschen reden, damit sie ihren Prozess so sich, weißt du, dass sie sich dann wie ist da, aufgefangen fühlen. Ja, so. Wie ist da ein Elias Mbarek? Wie muss man den anfassen? Oder? Auch verschieden, also kumpelartig natürlich, weil wir sind Kumpels nun mal. Manchmal raucht es auch zwischen uns, aber das ist ganz normal, ja. Wenn man halt so irgendwie anstrengende Drehs hat und dann auch mal Meinungsverschieden hat, das kann auch vorkommen, aber es bleibt dann immer auf einer Kumpelebene, ja, wo es okay ist. Aber du musst ihm, also du kannst ihm wahnsinnig schnell Dinge zuwerfen, das ist das Gute. Er kann sehr, sehr schnell Dinge ändern in der Performance oder auch im Text schnell ändern. Wenn man ihm sagt, pass mal auf, nee, das machen wir jetzt mal ein bisschen anders und so, das geht bei ihm wahnsinnig schnell. Und er bietet gleich wahnsinnig viel an. Also es ist halt gleich so eine Performance, wo du sagst so, okay, ja, ist gut. Und da musst du jetzt wirklich genau überlegen, wo du da eingreifst, um sie besser zu machen. So, ja, dass du nicht was vielleicht ihn verwirrst, weil du irgendwie was sagst, dann sag lieber nichts. Wenn du nicht wirklich weißt, was du genau besser machen willst, dann sag nichts, weil manchmal kann es auch sein, dass es einfach funktioniert. Ja. Und da finde ich dann einfach, da sage ich dann aber auch nicht, ich mache nicht so viele Takes zum Beispiel. Also weil, wenn es für mich passt und die größte Regie ist ja eigentlich das Casting. Du hast was geschrieben, du hast ein Drehbuch und du hast eine Entscheidung, wer das spielt. Dann musst du eigentlich schon jetzt hören, hoffentlich, und wissen, wie ungefähr diese Anmutung dann sein wird. Okay, dann würde mich aber mal interessieren. Und wenn es dann nicht so ist, das ist dann Schock erst. Ja gut, aber was hast du dann, also zum einen, wo hast du ihn gefunden und was hast du ihm dann, oder wie hast du ihn denn angefasst, hier den Bankberater von den beiden?
Den habe ich gar nicht gekannt davor, den Mann. Ja, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Nee. Aber ich finde ihn, er hat einen riesen, sie und er und Milena 30, die Frau, die Finger, mit dem Finger. Ist das hier? Die aus Stromberg. Aus Stromberg, ne? Ja, ist das Schirmchen, die, ne? Ja, genau. Aber ich hatte die auch nicht so auf dem Stimmt. Die ist mehr auf dem, die ist bekannter gewesen. Stimmt, ich hatte sie trotzdem nicht so präsent. Aber der Typ, Leon Ulrich, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Gar nicht. Noch nie vorher gesehen. Ja, ich auch nicht. Und er ist für mich wirklich die Entdeckung dieses Films. Ist ja absolut, ja. Ja, er hat auch wirklich sich durch, ich glaube mal, 30, 40 Kandidaten durchgesetzt. Ja? Bei dieser Rolle. Da waren sehr, sehr gute Leute dabei, auch Leute, die man kennt. Zum Beispiel? Sag ich nicht. Ja. Nee, kann man nicht sagen. Ja, ach komm, warum denn nicht? Das wollen die Leute. Nicht, wenn Leute zum Casting kommen zu mir und dann verlieren sie das Casting, dann werde ich nicht öffentlich sagen, der hat die Rolle nicht bekommen. aber das ist ja keine Gehässigkeit. Nee, aber das macht man einfach nicht. Nee, das macht man nicht. Ich könnte auch nicht sagen, ja, dem haben wir den Job damals nicht gegeben. Der wollte meine Kritik bekommen. Also, nö, haben wir nicht gedacht. Wir haben schon einigen Leuten, also ich habe schon mitbekommen, dass wir einigen Leuten keinen Job gegeben haben und die sind jetzt schon mittlerweile echt richtig gut im Rennen. Also, wie heißt der? Varion. Ja, genau. Der ist ein richtig erfolgreicher YouTuber. Ja. Nee, du, es war. Hat sich bei uns beworben. Nee, trotzdem. Also, wir müssen sich. Das ist schon diskret, finde ich, wenn jemand zum Casting kommt. Und, da gibt es ja noch viel interessantere Geschichten, auch bei anderen Filmen. Aber in dem Fall war man war einfach glücklich. Er kam rein und hat das performt und ich habe mir sofort gedacht, ich hatte mir eigentlich ganz anders vorgestellt, den Bankberater, als Typ. Hatte ich mir eigentlich mal anders vorgestellt. Und dann war sofort klar, nee, so ist er, das ist er. Das auch, hat er das auch angeboten, dieses... Sofort, ja? Sofort. Sofort hat er diese Rolle, ist ein sehr intelligenter, feiner Kerl, der eine sehr feine Antenne hat für Humor und für Dialoge. Also sehr, sehr intelligenter Schauspieler. Tatsächlich muss ich sagen, das ist, obwohl ich ihn jetzt nur in dieser ich sag jetzt mal Quatschrolle gesehen sehr habe. Sehr nett, danke, Quatschrolle. Das sind immer so despektierliche. Okay, wie soll man es sagen? In dieser exzentrischen Rolle? Oder ja, also oder albern finde ich noch zum Beispiel, ich stehe zu albernen Humor. Ja? Also ich finde, alberner Humor ist. Aber Quatsch ist immer so ein Wort, das ist dann Quatsch-Comedy-Club oder so. Ja, okay. Weißt du, das ist dann so, da habe ich nichts mit zu tun, weil ich will immer noch. Ich bin ja Storyteller und ich will ja irgendwie, dass diese Figur, wenn die dann am Schluss so eine kleine Entwicklung zum Beispiel in der Beziehung dann hat zu der Frau, dass man es auch, dass man ein bisschen gerührt ist davon. Wenn man sozusagen, und dass man nicht nur denkt, naja, Quatsch, das ist alles Quatsch, sondern dass man den als Figur so eine kleine, sich freut, dass da was passiert bei dir. Quatsch war in dem Moment gleichzusetzen mit eher albern. Ich wollte es nur einmal gesagt haben. Ich einmal gesagt, weil das höre ich so oft. So. Sie machen ja Quatsch beruflich, ne? Das würde ich jetzt nicht sagen. Nein, aber so schön, da so Quatsch zu machen, ne? Ja. Quatsch. Nee, aber dann alberne Komödien, albernen Humor liebe ich. Ja, ne? Dann lass es die alberne Figur sein. Ja. Ein bisschen ist er die alberne Figur. Aber ich fand halt sein Verständnis, wie er halt genau eben sowas präsentiert, dass er ja auch gerne abends mal auf die Rolle geht. Und auch mal so richtig hier den Bär steppen lässt und so. Ja. Ja. Und das fand ich tatsächlich sehr... sehr fein, weil ich könnte mir halt wirklich zigtausend Bankberater vorstellen, die genau so reden. Und nicht nur Bankberater. Ja, okay. Gibt's auch andere. Aber gerade so, ne, wie er da sitzt. Ja, aber geil ist eben, dass ich, also wichtig ist mir eben, dass dann so eine Figur sich entpuppt irgendwo, auch noch mit einer gewissen Stärke und plötzlich eben nicht mehr dieser kleine verkrampfte Bankberater ist, sondern dann irgendwo eine Enthemmung erlebt und dann zu so einem wirklichen. In dem Fall ist er ja ein Krieger, er wird ja ein Krieger, mal kurz. Ja? Also, er ist ein Krieger und die schlagen ja real Gangster in die Flucht. Das sind ja keine Kasperl. Das war für mich eine der schönsten Sachen an diesem Film, dass man zum Beispiel so eine Spieleabendtruppe aufeinanderprallen lässt auf so echte Atzen. Und das sind echte Atzen, kann ich sagen. Also die sind auf jeden Fall so, wenn die dann in der Rolle sind, die drei Jungs, ja, tolle Schauspieler übrigens auch, dann sind die wirklich auch solche Atzen. Und das war geil am Set auch zu sehen, als diese beiden Gruppen aufeinander getroffen sind, das war wirklich eine bizarre Energie im Raum. Die war wirklich seltsam. Und wie kam da der Kontakt, oder beziehungsweise wie kam die Entscheidung für hier Mark Filatov? Also den hier Slavik. Mark Filatov, ja. Du, Ostboys kannte ich und habe mir sowohl Elias als auch Freddy als auch Palina davon erzählt schon früher und gesagt, ja, kennst du die Ostboys? Wollen wir nicht die irgendwie mit einbauen oder zumindest einen von denen und so? Und ich habe die Ostboys auch auf dem Schirm gehabt immer und ich hatte Russen-Gangster. Ich hatte erst Araber-Gangster. Dann habe ich mir gedacht, ich mache nicht Araber, ich mache
was anderes. Ich mache Russen, aber ich möchte nicht diese Russen, die man kennt aus, als Bösewichte aus Filmen, so mit zurückgeschleimtem Haar und so diese typische, das kennt man ja, ja. Und das wird auch heute noch oft so gemacht. Sondern ich wollte so Street-Russen, so ein bisschen Street-Gangster, Hip-Hop angehauchte Russen, die so ein bisschen was anderes mit reinbringen. Und dann war Mark Filatov, wir haben Casting gemacht und der war wirklich gut. Einfach. Er war wirklich für die Rolle einfach perfekt. Er hat auch so eine tiefe Stimme, hat schon, ist schon so eine Autorität auch, der Typ. Und die beiden anderen Jungs sind echte Fighter, also die auch schon so im Ring standen, in diesen, wie heißen diese Cage-Fighter? UFC. UFC. Und der Surho ist auch noch Schauspieler, aber der andere, Abus, ist wirklich einfach ein Fighter. Der hatte auch, war gestern bei der Premiere nicht da, weil dann Kampf hatte. Und da willst du auch die Namen richtig aussprechen, wenn du mit dem Set bist. Mit den, nee, aber das war ganz wichtig, diese Russen so zu, das ist dann so, wenn man es dann so sieht, wird oft nicht, fällt einem nicht auf. Aber weißt du, wie viel du da falsch machen kannst, Russengangster zu führen und zu besetzen in so einem Film? Wenn da jetzt drei Typen reinkommen, die so aussehen wie aus einem Russenfilm 1983, wie es immer noch, so wie bei Soko Kitzbühel oder so, weißt du, wo irgendwie dann halt so die Bösen und Stecker im Ohr oder sowas und die bösen Russen, Drago, was auch immer. Und bei uns sind die halt so Street und das finde ich sehr schön. Die sind eigentlich mehr wie aus einem Film Pusher oder so. Ne? Ja? Also das war mein, oder aus Drive, wo man auch sagen kann, dass sie versucht haben, also ich liebe den Film Drive, ich will mich damit überhaupt nicht vergleichen, um Gottes Willen, niemals. Aber was ich geil finde an Drive ist diese totale Überstilisierung, visuell, und dieser Sog, diese Eleganz, aber die Typen, die dann da rumgehen, das sind Straßenköter. Ne. Die sind dann nicht so stilisiert, dass du dich denkst, mein Gott, naja. Die tragen halt Trainingsanzug. Das sind Trainingsanzug-Straßenköter, vor die du glaubst. Und das habe ich mir immer schon gedacht, wenn wir die Gangster auch in unserem Film, dann musst du die glauben. Aber ist das bei einem Film wie Nightlife wirklich notwendig? Ich finde es wichtig, ich finde es total wichtig. Ich glaube, dass es genau der Unterschied ist, was die Leute dann im Kino interessant und fresh finden, das Publikum, und akzeptieren und irgendwie oder als Klischee empfinden. Ja, aber das ist doch dann immer die Krux, oder? Oder beziehungsweise das ist doch die Gefahr, oder? Dass man dann vielleicht auch sowohl von, der Kritiker ist natürlich da auf jeden Fall an erster Stelle. Der Kritiker sieht überall Klischees. Ja, der sieht überall Klischees. Da kannst du nicht, man braucht aber Klischees im Film. Also ich meine, Klischees sind ja auch nichts anderes als allgemein gewordene Wahrheiten oder Beobachtungen, die Menschen haben, oder Typen. Haltungsweisen, die aufeinandertreffen, und natürlich brauchst du die auch und musst auch damit spielen. Also, ja, ohne Klischees könntest du ja eben nicht die Instagram-Bodybuilder aufs Kreuz nehmen, durch den Kakao ziehen. So. Du musst halt damit spielen, aber ich finde schon, dass es einen Unterschied macht, wie man Gangster darstellt, ob ich die irgendwie auch believable und bedrohlich finde, selbst in der Komödie. Das ist der Unterschied zwischen einem Guy Ritchie-Film und einem, ich sag keinen Namen-Film. oft sind in deutschen Gangster-Komödien oder sowas die Gangster halt totale Witzfiguren. Also so, wo man halt so, die ich mir denke, wie so 1980er Nackte Kanone oder so. Also wo die einfach, das sind keine echten Menschen, sondern das sind dann so übertriebene, stilisierte Figuren, die aus den 80er Jahren stammen, meiner Meinung nach, aus einem gewissen Kinofilm. Und das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht, wenn die sind ja bei mir trotzdem, es darf nicht, muss nicht alles glaubhaft sein bei mir. Aber die Figuren, das war auch bei Männerherzen so, hast du letztlich immer geglaubt. Du hast letztlich, war das nicht so, dass das irgendwie total was anderes ist, eine andere Welt, die man nicht glauben konnte. Sondern das ist schon geerdet. Das ist bei den Gangstern auch wichtig. Da werden die Cocktails wieder geshakt, wahrscheinlich für uns. Hoffentlich. Unsere Cocktails sind leer. Wir kriegen noch einen. Oder? Kriegen wir noch einen Drink? Mhm. Super. Jetzt aber mal was, eine vielleicht hoffentlich nicht allzu kritische Frage. Aber Antje und mir ist eine Sache aufgefallen, als wir den Film gesehen haben. Nur eine? Ja, es ist die auffälligste Sache. Jetzt bin ich selber gespannt. Ja, pass auf. Ich habe gar keine Ahnung, was. Das ist meine Frage. Ne? Ich meine, du hast jetzt Männerherzen 1 und Männerherzen 2 gemacht. Ja. Würdest du sagen, dass Männerherzen eher ein episodischerer Film? Ja, ja, auch mehr Arthouse eigentlich als mehr Arthouse als Nightlife zum Beispiel, meine ich jetzt. Also ja, im Sinne mit Arthouse-Ansätzen. Ich meine, du musst dir vorstellen, ich habe immerhin in Männerherzen eine Figur wie Wotan Wilke-Möhrings U-Bahn-Schaffner, U-Bahn-Fahrer gehabt, der irgendwie mit der U-Bahn sich umbringen will, mit der U-Bahn-Amok läuft und seine Frau schlägt. Also
häusliche Gewalt als Thema, Nadja Uhl und Wotan Wilke-Möhring, ist damals nicht so aufgefallen. Aber das in so eine Komödie reinzubringen, halte ich jetzt für nicht unbedingt total unarthausig. Ja. Also es fällt da nicht so auf, weil der Film sonst so lustig ist. Ja. Nee, was ich mich jetzt halt nur im Nachhinein gefragt habe. Was kommt jetzt? Du hast einen doch relativ langen Einstieg bei Nightlife. Ja. Nightlife zeigt am Anfang halt tatsächlich sehr lange, sehr viele Figuren parallel. Ja. Und da habe ich mir überlegt, war es vielleicht auch mal so angedacht, dass Nightlife ähnlich wie Männerherzen, richtig, eher episodisch... Eine ziemlich geniale Frage leider von euch. Ich werde sie nicht beantworten, aber sie ist ziemlich gut. Ja? Nee, also es hat, sagen wir so, es ist natürlich erstmal, fällt euch das auf, ist ganz klar. Ich meine, ich habe den Film gestern in der Premiere gesehen. Und ich weiß, die ersten 30, 35 Minuten haben anderen Pace, als was danach kommt. Sobald sozusagen dieses Date verabredet ist und die Russen kommen, ist es in dem Zuschauerraum abgegangen. Es ist abgegangen. Ja? Und da vergessen die natürlich dann auch den Pace der ersten 30. Aber es stimmt, der erste Akt ist langsamer. Und wir haben die Exposition auch, und das ist ja eine Drehbuchfrage schon, ne? Weil es war mir bewusst, es war uns allen bewusst, wow, warum fangen die eigentlich nicht, warum haben wir nicht die Seite 30 auf Seite 20? Kriegen wir das nicht hin? Naja, das ist, so eine, das ist genau die Drehbucharbeit. Warum kriegen wir das nicht hin, dass dieses Date, dass die Russen schon auf Seite 20 kommen? Oder Seite 15? Ja, jetzt sind sie so, der erste Plotpoint ist immer Seite 30. Sie könnten aber auch schon auf Seite 15 kommen, so als Setup. Das ist wie Hangover. Hangover ist so, dass es sehr, sehr schnell die etablierte Situation spielt. Und dann geht es los. Und das haben wir nicht. Wir haben am Anfang, sind wir wirklich tatsächlich mehr wie ein episodischer Film. Und das hat bestimmt auch damit zu tun, dass ich anfangs auch, wie du schon richtig sagst, leider auch noch episodischer gedacht habe. Ja. Und es dann aber immer mehr verdichtet habe auf diese Storyline. Und deswegen ist es immer noch so drin. Das stimmt. Aber es ist tatsächlich dem Publikum gestern, wenn die nicht wissen, was noch kommt und nicht vielleicht auch so, wie ihr jetzt... Nee, wir wussten ja auch nicht, was kommt. Wir haben es ja nur gesehen. Ne? Stimmt, nee, aber es ist auf jeden Fall slower. Ja, auf jeden und Fall. Es ist, finde ich, so rum immer besser als andersrum. Ja, weil wenn man einmal weiß, worauf alles hinausläuft, dann ist es ja, gerade wenn man den Film zweites, ein drittes, ein viertes Mal guckt und dann weiß, worauf das alles, dass jede Storyline, dass nichts zufällig da ist, dann ist das im Nachhinein, glaube ich, besser. Dann wirkt, kann ein Film auch mehr nachwirken. Das ist nämlich, das ist genau das gleiche Problem wie bei, den hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber genau das gleiche wie bei Birds of Prey. Bei dem ist exakt, nee, der startet ja auch erst morgen. Aber da ist es exakt. Lade ich mir gleich heute runter. Ist vom gleichen Verleih. Ja, kein Problem. Kannst du anrufen, schnell fragen. Nee, es ist, sagen wir so, es ist natürlich immer so, dass es wichtiger ist, dass die zweite Hälfte eines Films oder auch vor allem die Schlussdrittel eine Art von fulminant funktioniert fürs Publikum. Ja, ja, das Schlussgag funktioniert. Was noch beschissener wäre, wäre jetzt wirklich, die ersten 30, 40 Minuten sind super und es lässt immer mehr nach. Das ist tödlich. Und dessen waren wir uns schon bewusst, dass wir uns eigentlich in dem Film immer mehr steigern. Ja, auch in etwas, was wirklich unterhaltsam ist. Und davor eigentlich was haben, was so ein bisschen zahm ist. Aber ich fand es ehrlich gesagt auch ganz geil, dass wir so ein bisschen am Anfang so diese romantische Komödie spielen und es so diesen Teppich da so hinlegen, wo man auch kennt, oh, so nett und so, alles ganz nett. Und dann so anziehen. Und für die Leute ist es wirklich, die das nicht kennen, die den Film noch gar nichts davon gehört haben, die gehen da am Anfang halt so mit, wie man bei einer romantischen Komödie mitgeht. Und sobald dann aber plötzlich dieser Twist kommt, ja, dass die Gangster auftauchen und es wirklich um Leben und Tod geht, sind die so überrascht. Das macht so einen Spaß, und das nicht zu wissen eigentlich, ist natürlich schwierig, weil du musst einen Trailer raushauen und dann weiß es ja jeder. Aber wenn du es eigentlich nicht weißt, so wie das Testpublikum, was wir in Hamburg hatten vor 2 Monaten oder so, die wussten es natürlich nicht. Da hast du richtig gesehen, wie die sich freuen, dass es jetzt so einen anderen Gang eingeht. Okay, ja. Klar. Aber das würde mich generell mal interessieren. Du hast oder haben Filmemacher Einfluss darauf, wie Trailer geschnitten werden? Und wie Trailer? Voll, also ich schon. Und, nee, es ist wirklich so. Also es ist nicht immer so. Ich glaube, das kommt darauf an, was du für ein Standing hast mit dem Verleih, wie sehr die dir vertrauen. Ich habe den Männerherzen-Trailer damals komplett selbst mit meinem Cutter geschnitten. Damals war ich noch, wie gesagt, verrückt. Bei Männerherzen wollte ich alles selber machen, auch TV-Spots selber geschnitten, selber eingesprochen. Männerherzen im Kino. Ich eingesprochen. Weiß nicht. Im Nachhinein denke ich mir, sag mal, es gibt doch Synchronleute, was machst du? Ich wollte da einfach Maniac-mäßig alles machen. Und Warner Brothers hat mir das aber auch erlaubt.
Und seitdem gestehen die mir auch, ich habe ja nur mit Warner gearbeitet seitdem, die gestehen mir auf jeden Fall eine ganz, ganz große, ich darf denen den Trailer anbieten. Ich mache den Trailer zusammen mit Philipp Fleischmann. Philipp Fleischmann ist ein sehr, sehr guter Trailer-Cutter. Und dann sagt Warner nur Veto, wenn irgendwas für sie gar nicht trifft. Also wenn da Sachen sind, die nicht genug kommuniziert, weil die haben schon ihre Punkte, die sie kommunizieren wollen. Und wenn sie sagen, das ist aber nicht genug da drin, dann werden sie es verhindern. Aber sie lassen mich zumindest mal Vorschläge machen. Du hättest den Film also definitiv nicht als reine Romantic Comedy bewerben dürfen, weil der Part mit den Gangstern muss drin vorkommen. Ich wollte das auch nicht, weil das wäre eine Mogelpackung. Naja, aber dann wäre vielleicht so ein richtiger Twist gewesen. Ja, stimmt, aber das kannst du. Was willst du? Dann habe ich so viel Material habe ich nicht. Nur davon kann ich nur die ersten 30 Minuten in den Trailer packen. Naja, wenn sie da zum Beispiel auf dem Spielplatz nochmal sitzen und sie sagt, also bisher war das Date. Ja, aber du musst ja schon erklären, warum. Du musst im Trailer auch eine gewisse Erklärung geben, warum dieses Date aus den Rudern läuft. Das geht nicht anders. Aber glaubst du wirklich, das geht? Also beziehungsweise ist das Dilemma von eines Wir Regisseurs? Wir haben nicht in diesem Trailer so viel verraten, finde ich. Ja, okay. Wie es oft der Fall ist bei Trailern. Man hat das Gefühl, es ist eine verrückte Nacht. Man versteht, warum die Nacht vielleicht eskaliert, aber man weiß überhaupt nicht, wohin diese Wege führen. Wohin es am Schluss geht und so, das kann man nicht vorhersehen. Und was eigentlich passiert ist, weiß man auch nicht in dem Trailer. Aber wärst du in Trailern gerne geheimnisvoller? Guckst du den Film eher an, weil du den Trailer nicht völlig durchblickt hast, oder guckst du den Film eher an, weil du schon alles weißt? Also ich meine, ich weiß nicht, ob du jetzt vielleicht den letzten Fast and Furious Trailer schon gesehen hast, von Teil 9. Aber die werden eigentlich immer weniger, die zeigen immer weniger. Ne? Naja, der ist vier Minuten lang. Der ist 4 Minuten lang. Es gibt beide Philosophien momentan im Trailer, habe ich das Gefühl. Manche haben das schon sehr raus, dass manchmal wird auch nur eine Szene sehr lang gezeigt, habe ich auch schon gesehen bei Horrorfilmen. Ich bin natürlich auch ein Verfechter dessen, dass ich den Film nicht komplett kapiert haben möchte, wenn ich einen Trailer sehe, ganz klar. Aber es ist wirklich, ich kann euch nur sagen, schneidet selbst einen Trailer für einen Film. Es ist verflucht schwierig, weil trotzdem musst du genug Knöpfe pushen und Excitement erzeugen. Und das sind halt dann meistens auch Key-Szenen, die diese Energie haben. Die willst du dann drin haben. Und du willst auch, dass es zumindest so einrastet beim Zuschauer, dass er die Kraft der Story versteht irgendwie genug. Weil wenn du zu distanziert bleibst und einfach nur vage bleibst, dann kann es auch sein, dass es einfach keinen Zugriff kriegt. Dass es einfach nicht genug stark im Gedächtnis bleibt, dass du denkst, ich weiß nicht genau, was ich da jetzt gesehen habe. Es gibt auch Trailer, die sind verwirrend. Die sind so, dass man sich denkt, ich weiß gar nicht, was, ich habe es nicht verstanden. Und das ist auch nicht gut. Weiß ich nicht. Kommt auf die Art der Verwirrung an. Ja. Ich meine, das Dilemma ist ja noch zusätzlich bei einem komödiantischen Film oder einem Film, der sehr auf Comedy gemünzt ist. Darf man nicht die besten Gags? Du willst natürlich schon ein paar Knallergags raushauen, aber du hast natürlich die Gefahr, dass die sich dann halt abgenutzt haben. Erstens mal hast du die Gefahr, dass dann die Leute, die sie schon kennen, auch im Kinofilm, und sich abgenutzt haben. Und zweitens mal ist es so sehr, sehr interessant, auch bei Nightlife im Trailer und bei allen Trailern von Comedies, es gibt Gags, ganz viele Gags im Filmen, in Komödien, die nur funktionieren im Film. Ja, weil du den Im Kontext. Du hast die Figur schon kapiert. Du bist mit der Figur, du kommst mit der Figur wo an, dann sagt der was, du musst lachen. Jetzt nimmst du die 2 Sekunden, lass den einfach das sagen im Trailer, kein Mensch muss lachen. Das ist super schwer und teilweise denkst du, den Gag, den hauen wir unbedingt rein, der ist gut, den können wir reintun. Funktioniert nicht. Oder braucht irgendwie 25 Sekunden, bis, weil du den so vorbereiten musst, denkst du, das kann nicht wahr sein. Wie lang war der jetzt? 25 Sekunden, wir können nicht 25 Sekunden vom Trailer für die Vorbereitung von diesem Gag machen. Ja? Also es ist verhext. Manchmal denkt man so, das ist perfekt für einen Trailer. Und dann ist es, das ist so eine ganz eigene Kunst. Also ich bewundere auch die Kunst von Trailer-Cuttern, muss ich ehrlich sagen. Was, wenn du die mal wirklich analysierst und Stop-by-Stop Trailer durchlaufen lässt, was da teilweise für Übergänge drin sind, für Bilder, die überhaupt keinen Sinn machen miteinander. Aber du schaust es an, denkst dir, ach geil, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber es ist eine ganz eigene Kunst. Aber interessant, dass du das mit dem Horrorfilm gesagt hast, weil bei dem Traileraufbau mit nur einer Szene musste ich sofort an S Kapitel 2 denken, wo man die Szene hat mit Jessica Chastain und der Großmutter und so. Das scheint dann ja bei anderen Genres anders zu sein, dass man da wirklich eine Szene nehmen kann, die funktioniert. Die hat bei mir im Kino, ich weiß nicht, wie das bei dir war, auch noch funktioniert. Ich habe die ja nie gesehen.
Ach, stimmt, ja du hast ja gehört, den Trailer komplett. Ich habe ja immer gehört, dass das so eine riesen tolle, geile Szene drin ist. Und hoffentlich ist der Rest des Films auch so. Und da habe ich mir gedacht, nee, das gucke ich mir nicht an, weil dann geht mir vielleicht die Wirkung innerhalb des Films, wenn ich es dann sehe, völlig verloren. Ja, ja, klar. Aber jedenfalls, ich kannte die Szene über den Trailer und für mich hat sie im Film auch noch gewirkt. Also scheint das ja wirklich ein Komödienproblem tatsächlich zu sein. Ich glaube, Horrorfilm ist halt einfach besonders dankbar dafür, dass du eine lange Szene ausklammerst und schon zeigst, weil die Leute sich gerne auf etwas einlassen, was eine Spannung erzeugt, wo sie auch gar nicht davon, sie erwarten ja nicht, dass es jetzt irgendwie eine dichte Dialogszene ist oder so. Aber bei einer Komödie ist es, wie gesagt, schwieriger als im Horrorfilm, glaube ich, eine Szene auszuklammern und dass sie einfach lustig funktioniert sofort. Im Horrorfilm muss ja nur mal die Scares, die Atmosphäre funktionieren für den Zuschauer. Wenn da kommt eine junge Frau nach Hause, macht die Tür hinter sich zu und du denkst dir schon so, oh Scheiße. Da ist doch was in der Wohnung. Da ist was in der Wohnung. Ja, und schon bist du da drin und schon diese junge Frau noch nie davon gesehen. Ja? Du hast Angst um sie. Ja? Mach das mal in einer Komödiensituation. Eine junge Frau kommt nach Hause. Ja? Na und? So, was ist? Da muss schon ein bisschen mehr dann. Also es ist schon... Apropos Horrorfilm. Ja? Nochmal Bock drauf? Ja, oder? Auf jeden Fall. Ich hätte wahnsinnig Bock drauf. Ja. Aber? Du, sind halt Projekte, die aus Deutschland heraus, in Deutschland drin, nicht unbedingt so einfach herzustellen sind. Vielleicht schon, aber man muss sich halt auch damit auseinandersetzen, dass es dann halt vielleicht kein Mensch anschaut. Oder nicht, gut. Das ist vielleicht ein falscher Einstieg, ja. Das sollte einem scheißegal sein, kann man sagen, ne? Aber du brauchst ja trotzdem für einen Horrorfilm wie auf dem amerikanischen Level, was schon der Anspruch ist, brauchst du schon ein gewisses Geld. Und ich, sag mal so, ich habe höchsten Respekt vor allen Leuten, die in Deutschland sich in diesem Genre, die da was machen. Weil es eben leider, also selbst deutsche Horrorfilmfans schauen sich ja nicht so viele deutsche Horrorfilme an. Gut, es gibt jetzt auch nicht so wirklich viele. Ne? Es gibt nicht so viele. Es gibt jetzt diese Serie Hausen, was ich gehört habe. Nicht mehr gesehen. Keine Ahnung. Es gibt nicht so viele dafür. Du, also ich weiß es nicht. Aber ist das nicht vielleicht gerade die Herausforderung, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt einfach mal, weiß ich nicht, einen Bruchteil von dem Budget, das ich normalerweise zur Verfügung habe? Kannst du ja im Horrorfilmbereich auch am ehesten schaffen. Genau, ja. Also, also ist das keine Herausforderung für dich? Und dazu, um da nochmal einzuhaken, du hast ja jetzt durchaus Kontakte zu Schauspielern, mit denen du auch wiederkehrend gearbeitet hast. Kann man nicht einen Elias Mbarek oder eine Paulina Roginski oder einen Florian David Fitz auch für so ein Projekt mal begeistern, dass man über die Stars vielleicht die Leute in solche Filme zieht? Vermutlich könnte man es machen. Ich weiß nicht, ob man es fürs Kino machen könnte oder ob dann es eher was wäre, wo sie sich darauf einlassen würden, wenn man es mit Netflix macht oder so, weil sie da eben nicht diese... Jemand wie Elias, Leute, die auf dem Level sind, das sind Marken. Das sind Marken. Und die müssen sich sehr, sehr genau überlegen, das ist eigentlich die größte Überlegung bei solchen Schauspielern, welches Drehbuch sie machen als nächstes. Die werden bestürmt mit Drehbüchern, die kriegen sehr, sehr viele Drehbücher und die Auswahl des Drehbuchs, die Auswahl zu sagen, ich mache was oder ich mache nichts vielleicht, ja, ist die größte Entscheidung, weil sie können, wenn du auf dem Level sind, diesen Level nur verlieren oder halten. Du kannst nicht mehr noch... Aber glaubst du, dass Elias Mbarek, ich meine, das ist jetzt wirklich... Wenn er einen Horrorfilm macht, dann ist es... Ich fände es geil, ja, und ich bin mir auch sicher, dass er offen dafür wäre. Aber es muss dann halt auch was sein, was wirklich, es muss arschgut sein. Ja, ja, gut. Für ihn, das sage ich nur. Also das bringt jetzt, ja, und das ist eben jetzt nicht so eine Szene, wo so viele wahnsinnig gute Skripts kursieren, habe ich das Gefühl. Ja. Also leider, ja. Aber glaubst du wirklich, dass wenn er, sag ich mal, einen mediokren Horrorfilm macht, ja, oder einen Horrorfilm, der vielleicht ganz gut ist, jetzt kein Meilenstein oder sowas, aber der vielleicht ganz gut ist und ganz solide ist, aber jetzt eben nicht so viele Menschen in die Kinos lockt. Glaubst du wirklich, das könnte dem Ruf oder dem Status eines Elias Mbarek schreiben? Ja, weil die Presse würde schreiben, Flop. Das ist nicht deshalb, wie wir es real sehen würden als Menschen, die Film lieben und die Film auch differenziert einschätzen können. Aber es ist, wenn so jemand wie Elias Mbarek einen Film macht, wie von mir ist ein Horrorfilm oder was auch immer, da differenzieren die ja gar nicht die breite Presse. Und der macht dann 400.000 Zuschauer, dann ist es der erste große Elias Mbarek-Flop. Ich sag's dir nur. So würde es gelabelt werden. So würde es gelabelt werden von naja, war ja nicht so erfolgreich. Ich denke mir, du musst es so bewerten wie ein Horrorfilm. Das sind ein bisschen andere Maßstäbe. Also 400.000 für einen Horrorfilm wäre, glaube ich, schon echt wäre schon viel. Gut. Ich glaube, mit Elias Mbarek hätte man auch eine Chance, eine Million zu kriegen, wenn der Film einigermaßen was kann. Aber ich sag bloß, also die Mechanismen in diesem Business sind auch nicht zu unterschätzen. Und die sind nicht nur von den Schauspielern gemacht, sondern es ist eben so,
die sind jetzt da, wo sie sind, dafür haben die lange gearbeitet, die gehören auch dahin, wo sie sind. Die müssen sich schon überlegen, was sie machen. Und wenn Horrorfilm, dann muss es ein sehr, sehr cleveres Skript sein. Und ich habe momentan keins. So. Wenn ich eins hätte, würde ich sofort eins machen. Ich hab zwei, drei Ideen, die ich entwickle mit meinen Produzenten, die auch in den Thriller-Bereich gehen und so. Wo eigentlich immer als erster Netflix signalisiert, dass sie sowas geil finden. Interessanterweise haben die eigentlich immer gesagt, gib uns das, was du denkst, was du sonst nicht machen kannst. Ja. Ja, so. Ist auch eine gute Philosophie. Man muss auch schauen, also Netflix mittlerweile macht ja, also jemand, der keine Netflix-Serie macht, ist ja eigentlich jetzt die Ausnahme. Also mittlerweile, das ist ja... Ey, mach erstmal einen Film bei Netflix, das wird mir schon reichen. Serien haben wir genug, aber Filme fehlen. Ja, aber du hast, also ich glaube, dass Netflix eine Chance ergibt, auch zum Beispiel im deutschen Horror-Genre oder im deutschen Thriller-Genre, noch, dass es da hoffentlich dadurch jetzt auch noch mehr Projekte gibt. Ja, oder mal einen richtig schönen Actionfilm. Also wirklich so... Action ist so anstrengend. Ich weiß, aber... So ist auch geil auf der Leinwand. Action in One-Shot. Ja. Um Gottes Willen. Ich habe zwei, drei Verfolgungsjagden bei mir im Film drin und die waren so anstrengend. Da habe ich mir echt gedacht, wow, wenn du jetzt was wie Mad Max machst. Ja, mach doch mal bitte einen Mad Max. Oh, ey, du hast das Standing, es kommt von Warner. Ich kann es nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde es gerne machen, aber sowas wie Mad Max, der Typ ist halt, das ist sein Ding, er kann das und das musst du können. Und ich, das kann andere Sachen vielleicht, aber das, dafür habe ich, da ziehe ich meinen Hut und... Ich habe auch gar keinen Bock auf den Stress. Es ist, also, da, ich glaub, da, das da ist der erste Regisseur, den ich höre. Da bist du am Ende, da bist du echt fertig. Ja, aber du weißt, was du geschafft hast. Ja, ich liebe Action. Ich bewundere auch Action-Regisseure. Aber ich sag bloß, dann brauchst du auch meiner Meinung nach, sag mir ein paar gute Low-Budget-Action-Filme. Gibt's die? Gibt's sicherlich welche. Gibt's auf jeden Fall. Go ist irgendwo auch noch einer sogar. Der hat ja auch... The Raid. Mhm, der ist nicht so high-budget. Nö. Also den hat er ja gemacht, weil er eben nicht so viel Budget zur Verfügung hatte. Und aber dann, danach hatte er dann. Genau, und danach hatte er das. Und er wollte ja eigentlich The Raid 2 zuerst machen, bevor halt der erste Raid so gesehen kommen würde. Und deswegen, weil er halt eben nicht so viel Budget hatte, hat er es halt umgedreht. Es gibt schon welche, ja. Es gibt schon welche. Aber ich glaube, du brauchst schon, wenn du auf dem Level Fast and Furious oder was auch immer, was man da mittlerweile unterwegs ist für ein Crazy-Level, ja. Crazy-Level, wo immer noch mehr, da muss noch irgendwie oben, muss das Flugzeug muss abstimmen, muss das Auto über das Flugzeug ein Looping machen oder ich denke irgendwann so, das ist mir zu, das ist nicht die Action, die ich, ist ich auch nicht. Ich will schon noch glauben. Ja. Ich find's geil, wenn's real bleibt. Ja, Mission Impossible 6. Mission Impossible ist Wahnsinn gewesen. Ja. Der letzte war wahnsinnig gut. Also und das mit die Helikopter-Sequenz am Schluss. Genau. Okay, da hast du recht. Der Film hat mich mit am meisten geflasht. Das war ein Kinoerlebnis. Das ist die Action, die ich auch lieber sehe. Ich meine, ich gucke mir gerne sowas wie Fast. Oldschool. Genau. Ja. Ich gucke mir auch sowas wie Fast and Furious an, wenn er dann durch drei Hochhäuser im 70. Stock irgendwie im Auto springt und so. Ja. Ist ja alles cool, ist ja alles schön. Kann man Spaß mit haben. Aber es ist so, wie wenn ich ein Computerspiel sehe. Genau. Und dementsprechend ordne ich das auch ein. Aber wenn ich dann sowas wie Mission Impossible sehe, ja, wenn sie dann im Klo kämpfen, wenn sie dann irgendwie mit dem Boot da durch Paris eiern. Bin gespannt auf Top Gun. Ich auch, tatsächlich. Also, weil er ja wirklich selber geflogen ist. Ja, ja gut, er hat diese geraden Flüge, hat er wohl selbst gemacht, aber diese guten Manöver, da saß er auch nur hinten. Aber er ist auch echt ein Maniac, also der Typ ist ein Maniac. Mein Steadicam-Operator, der hat den Mission Impossible mit ihm gemacht und so. Der hat schon öfter mit ihm gedreht, den nimmt er immer mit und der sagt halt wirklich, also ich das immer nicht glaube, ich denke, es ist mir so ein PR-Gag, dass Tom Cruise das alles selber macht und so. Es stimmt. Also diese Motorradsequenzen auch vor allem. Ne? Ja. Also der fährt ja unglaublich gut Motorrad. Und der ist wirklich aus diesem Flugzeug gesprungen. Ne? Also das siehst du ja auch im Making-of. Ja, das ist schon, das finde ich tatsächlich sehr beeindruckend und ist gleichzeitig sehr weit weg von dem, was ich leisten könnte. Ja, aber so einen kleinen, bodenständigen Hand-to-Hand-Combat oder sonst irgendwas Film. Simon, ja, ich wäre der Erste, der es auf jeden Fall unterstützt. Ich danke. Es ist etwas, was ich auch gerne machen würde. Also es kommt immer darauf an, was ich für eine Idee habe. Halt, wenn ich keine Idee dafür habe, für einen guten Film, warum soll ich es dann auf Teufel komm raus? Ich brauche ein Skript. Gib mir ein Skript dafür. Schickt mir ein Skript. Okay. Wenn ihr gute Action- oder Horrorfilme habt. Wenn ihr ein gutes Skript für Horrorfilme oder Actionfilme habt, dann... Muss ja auch nicht ich machen, sondern ich kann es ja dann weiterleiten. Ja, du hast ja zumindest ein gutes Standing. Ich kann zumindest dann nee, wäre schön, wenn also vor allem auch Horror bin ich, weil Deutschland ist ja auch, hat ja eine Horrorvergangenheit auch.
Also ich meine jetzt nicht im Dritten Reich, sondern ich meine Grimms Märchen, die ganze Kultur. Ja, Nosferatu. Ja, nee, aber auch die, ja natürlich Nosferatu und so. Aber ich meine auch die ganze dunkle, wie wir allein auf mit Märchen schon im Mittelalter, wie wir da aufgewachsen sind, ja, mit den Fabeln, die sich über unsere Wälder erzählen. Es ist sehr düster. Grimms Märchen, nochmal im Horrorgewand. Freddy hat ja letztens auch noch, wie hieß der, das Schwarze Herz? Das kalte Herz. Ja, genau. Ja? Und das könnte man dann ja fast wieder als Netflix-Kurzfilm-Anthologie-Serien-Gedöns machen. Absolut. Ich habe auch einen Märchenstoff, so König Blaubart. Also ich finde, ja. Wenn du noch kennst, den Typ mit den ganzen Frauen, die dann bei ihm im Schloss verschwinden. So, guck doch mal. Man vielleicht einen feministischen Horror. Ja. Hier heißt es König Blaubart? Ritter Blaubart? Oder Blaubart? Einfach? Blaubart, glaube ich. Ja, also es gibt, glaube ich, unglaubliche Möglichkeiten im Märchenbereich eigentlich auch, ja. Die jetzt nochmal in Neuzeit verfrachten. Und dann schön nochmal mit ein bisschen splatterigen Effekten. Und, bist du Splatter-Fan? Tatsächlich gucke ich mir gerne splatterige Sachen an, ja. Also vor allem handgemachte gucke ich mir. Sag mal zum Beispiel. Ja, Braindead zum Beispiel. Es ist für mich Magnus Opum, tatsächlich. Mhm. Oder Opus Magnum. Du magst es auf jeden Fall. Ja, ich mag's. Ja. Also alles, was wirklich schön saftig, aber auch greifbar ist. Also handgemacht. Ich mag das handgemacht. Ich mag dieses digitale Gemetzel nicht so wirklich. Also Evil Dead, der ist dann für dich so, die magst du auch, den allerersten. Ich mag aber auch das Remake. Ich auch. Ja, der ist ja sowieso der Hammer, der Regisseur. Der Fede Alvarez. Ja, Don't Breathe ist auch ein Knaller. Ja. Aber, da wir jetzt hier auch schon uns langsam dem Ende nähern, ne? Wir haben schon fast eine Stunde wieder gebabbelt. Über eine Stunde. Mhm. Sehr gut. Habe ich noch zwei kurze Einschätzungen von dir. Machen wir mal das Schwierige und das vielleicht nicht ganz so naheliegende. Zuerst Nightcrawler oder Taxi Driver? Taxi Driver. Taxi Driver? Obwohl ich Nightcrawler auch einen sehr interessanten Film finde. Aber, also da. Ja. Und jetzt zwei Filme, die wahrscheinlich noch eher deinem Film ein bisschen entsprechen oder näher kommen. Coyote Ugly oder Cocktail? Coyote Ugly habe ich nie gesehen, muss ich tatsächlich sagen. Also ich kenne, das sind die Mädels, oder? Ja. Manches habe ich einfach verpasst. Manches habe ich wirklich verpasst im Leben. Runtergebrochen, das sind die Mädels. Die auf der Bar tanzen. Ja, auf der Bar tanzen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es verpasst habe. Hört sich eigentlich gut an. Aber es gibt viele Menschen, die finden, dass es ja, dann eher Cocktail vermutlich, weil den anderen habe ich ja nicht gesehen. Und Cocktail fand ich eigentlich ganz charming und gut. Aber es ist jetzt auch nicht mein. Ich guck den. Film, sondern da ist Boogie Nights noch eher mein Film. So, weißt du? So, also, wenn ich mir jetzt so ein. Ja, aber Boogie Nights ist ja schon eher fast schon Zeitgeist, Ära, Pornoindustrie. Ne? Ja, fand ich aber, ist auch ein Nachtleben-Film irgendwo. So, ja? Das fängt ja auch diese erste Sequenz da in einem Club. Aber Boogie Nights hat auch sehr geile Figuren. Also, aber sind schon auch wieder ein One-Shot, ne? Der erste. Ja. Ja, die erste Einstellung, ja. Ja, gut. Soll ich euch mal was sagen? One-Shots, kennst du den Film I Am Cuba? Ich bin Kuba? Nee. Von dem russischen Regisseur Kalatosow. Ist das denn dieser erste? Den hat Scorsese und Coppola, haben den nochmal neu rausgegeben. Ja. Ich sag bloß für Leute, die sich für One-Shots interessieren, Ich bin Kuba, I Am Cuba. Ich weiß nicht, ob man den so leicht kriegt. Das haut den Schalter raus, weil es ist ohne VFX. Der war noch vor Victoria, ne? Ja, der ist aus den 60er Jahren. Ja. Das ist da gehen die eben auch von Kränen runter und steigen dann werden so hochgezogen an Seilen, die Kameramänner, damit das, wie die das gemacht haben zur damaligen Zeit, ist unglaublich. Aber das war jetzt wirklich für die Super-Nerds, okay? Also, wie ich bin auch ein Nerd. Ja, ist doch schön. Ja. Ich habe den, wie gesagt, im Zuge von Victoria und wo es immer hieß, oh, hier One-Shot-Film aus Deutschland und so. Und dann gab es ja dann diverse Leute, die dann irgendwelche Listen aufgezählt haben, was dem Ganzen noch so entspricht. Da war der auch dabei, den habe ich auch schon seit Ewigkeiten auf der Watchlist, aber noch nie sehen können, weil der eben halt auch dann wirklich selten ist. Der ist selten, ja. Ja. Antje, hast du noch was? Du hast kein Horror-Skript, aber was hast du jetzt für Skript so? Also ein Projekt habe ich, was super geil ist, worüber ich nicht reden darf. Oh. Noch nicht so richtig. Ja, das sind aber immer die besten. Das sind die besten Projekte. Ja. Nee, es ist tatsächlich, aber ich bin sehr gerne wieder bei euch in der Sendung und kündige es bei euch an. Als nächstes ist ein Projekt, was in der Musikbranche spielt, so viel kann ich sagen. Und historischen Bezug hat, also auch basiert auf einem wahren Fall. Lokal? Also, mehr sage ich nicht. Dann entwickle ich natürlich verschiedene, ich entwickle auch einen Thriller. Was auch immer damit passieren kann, ob es dann eher was ist, was Netflix machen würde oder niemand machen würde, keine Ahnung. Aber ich entwickle es.
Und ja, ich habe immer so 3-4 Sachen, die ich nebenbei entwickle und dann irgendwann schreit eins von denen, das ich bin's, ja, und dann, aber man kann es einfach nicht sagen. Aber kannst du eine Tendenz abgeben, was dir momentan, was du am liebsten realisieren würdest? Diesen Musikfilm, oder Film über die Musikbranche, der interessiert mich sehr und ich hoffe auch noch mal in meinem Leben, also ich habe jetzt, glaube ich, wirklich einen sehr jungen Film gemacht mit Nightlife. Nightlife testet auch viel jünger als zum Beispiel Willkommen bei den Hartmanns. Also es ist ein jüngerer Film. Also die Idee von Nightlife war, hatte ich, als ich 25 war, so. Es war wirklich eigentlich schon im Filmstudium so eine Idee, einen Film über ein Date zu machen, was eskaliert und dann zu so einer Art Prüfung wird, für die Hindernislauf wird, für diese Beziehung, die noch gar nicht existiert. Und das ist insofern, es ist ein junger Film, den ich jetzt nochmal machen durfte, so eine Art Jugendsünde, die ich nachholen durfte. Und natürlich habe ich auch, manchmal muss man halt älter werden, um junge Filme zu machen, ja? Um junge Filme gut zu machen. Aber natürlich habe ich auch noch ernsthaftere Projekte, so Arthouse-Projekte. Das scheint so dein... Die habe ich tatsächlich. Ich habe die tatsächlich und wenn man bei meinen Filmen die Pointen weglassen würde, wären es auch alles Arthouse-Filme. Das sind nur die Pointen. Tatsächlich, wenn du die Pointen von rausstreichst, dann sind es so richtig, boah, ist so berührend. Das ist berührende Stories und Dramatik. Also, Männerherzen hieß ursprünglich Mann in Not und war ein ernstes Arthouse-Projekt, bis mein Producer gesagt hat, weißt du, die Szene, die du da geschrieben hast, die ist so lustig. Willst du nicht mehr lustig sein? Und dann habe ich verstanden, na doch, das ist vielleicht ganz gut, wenn ich es einfach mit Humor schreibe. Ja. Aber jetzt, wo ich so überlege, ich meine, hier Maxims Story fand ich zum Beispiel auch, das war das mit dem Kind, ne, dass sie, wo er nicht wusste, ob er jetzt der richtige... Richtig, das sind ernste Geschichten. Das sind eigentlich tatsächlich, haben die einen ernsten Kern, beziehungsweise könnte ich mir das normalerweise, als ich das so gesehen habe in dem Film damals, habe ich mir gedacht, da könntest du eigentlich auch ein richtig typisch deutsches Betroffenheitsdrama draus machen. Richtig, was das mein Albtraum ist. pädagogisches Betroffenheitsdrama ist für mich der deutsche Albtraum. Aber hast du Systemspringer zum Beispiel gesehen? Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber schau, ich habe wirklich gar nichts gesehen in den letzten Monaten, weil ich wirklich an diesem Film so hart arbeiten musste, sonst wäre er jetzt nicht im Kino. Aber Systemspringer interessiert mich brennend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es alle Preise gewinnen wird beim Deutschen Filmpreis. Ja, ich hoffe es. Ich fand's, was ich gesehen habe, so vom Trailer, fand ich super geil. Und dann eben auch noch ein Erfolg. Ja. Dann ist es auch noch ein Publikumserfolg. Und das sagt dir dann schon noch was. Weil wenn es jetzt einfach nur ein gehypter Kritikerfilm wäre und der bleibt dann am zweiten Wochenende komplett stehen, da kommt keiner mehr, dann interessiert es mich schon mal nicht. Interessiert mich nicht, weil ich nicht glaube. Dann ist es ein elitäre Übung, ja, die nicht wirklich funktioniert. Aber das Ding funktioniert wirklich. Du hast es gesehen, die Leute hat sein Publikum gefunden. So wie Toni Erdmann damals. Also so ein wirkliche, hat wirklich eine Kraft. Nicht eine eingebildete, verkopft, reingedachte Kraft, sondern wirklich eine Kraft. Und deswegen interessiert es mich. Aber du musst schon zugeben, es gibt auch Filme, die sind halt einfach nicht für ein breites Publikum gedacht. Aber das meine ich ja nicht. Aber der Systemsprenger muss ja jetzt nicht das perfekte Geheimnis schlagen. Ich meine nur innerhalb des Korridors, was es hat in seinem Publikum, ist es ein Erfolg. Ja. Und das ist für mich dann schon ein Zeichen. Du kannst auch genau die gleiche Promotion haben, die gleiche kritische Kritik, Unterstützung und du bleibst stehen am zweiten Wochenende. Und das, finde ich, ist ein Indikator, dass dann irgendwas halt doch nicht funktioniert. Und das stimmt nicht. Wobei ja da schon wieder spannend ist, dass ein Film wie Systemspringer, wenn der 600.000 Besucher holt, die Presse dann wirklich kommuniziert, dass das ein Erfolg ist. Und wenn jetzt Elias Mbarek ein 400.000 Besucher Horrorfilm machen würde, dass das dann ein Flop ist. Das wäre ein Megaflop, so würden sie es nennen. Ja. Aber es ist eben so, also solche Filme wie Systemsprenger, die werden, da wird nicht erwartet, dass sie 1 Million Zuschauer machen. Die können sie nicht machen, sie haben keine Stars so sehr da drin und so. Es wird anders betrachtet und auch mit Recht, finde ich. Und wenn so ein Film dann über 500.000 Zuschauer macht, dann ist es einfach ein Erfolg, ganz klar. Und wird auch zu Recht als solcher gesehen. Es gibt aber auch Arthouse-Filme, die eben gehypt werden mir geht es immer um Kraft. Ich will Kraft im Kino. Ich will, dass mich das reinsaugt, wie auch immer. Ob es mit Spannung ist, mit Emotion, mit Humor. Aber entweder ich bin da dran oder nicht. Ist mir egal, ob es Arthouse ist oder Popcorn. Scheißegal. Wenn es mich nicht flasht und wirklich flasht, dann ist es nicht gut. So, und Systemsprenger ist anscheinend gut. Also können wir beide auf jeden Fall behaupten, ja. Oder beziehungsweise unterstützen diese Aussage. Aber... Ja, wir müssen zu einem Ende kommen. Es tut mir sehr leid. Ich muss die Kinder ins Bett bringen. Nightlife ist für mich vorbei. Sehr, sehr gut. Ich kenne es. Also, Nightlife, ich, das ist auch wirklich, mich fragen immer Leute, und deine verrückteste Geschichte aus dem Nachtleben jetzt? Ja. Nee.
Die würde ich tatsächlich gar nicht erst... Habe ich nicht. Also damit würde ich gar nicht erst anfangen, weil da bewege ich mich auf Faden, die man nicht so von sich weiß. Nee, aber ich habe das auch nicht. Ich habe auch die verrücktesten Geschichten, die ich habe, packe ich alle in meine Drehbücher und die kommen aus meinem Kopf und die habe ich nicht wirklich erlebt. Das ist nicht so spannend, was ich erlebt habe. Ach, sind das alles Fantasien, ja, so gesehen, die man ja gerne mal ausgelebt hätte, ja, aber jetzt auch nur auf der Leinwand ausleben, ja, lassen kann. Simon, ich wünsche dir, ja, danke, viel Erfolg. Dankeschön. Aber ich glaube, also ich mache mir da jetzt nicht so wirklich Gedanken, dass das ein du Film ist, der ja, zumindest mal, keine Ahnung, 1 Million ins Kino läuft. Ja, das wäre ja schon mal toll. Und er hat jetzt auch nicht den ich glaube auch, dass es jetzt kein, es wird nicht der Mega-Flop werden wahrscheinlich. Aber es wird wahrscheinlich auch nicht der Mega-Hit werden, vielleicht ist es irgendwo dazwischen. Aber es ist ein schöner, lustiger, cooler, junger Film. Und wir wissen ja, es ist davon abhängig, wie man es definiert. Für den einen ist 400.000 vielleicht ein Flop, Moment, für den anderen ist es der größte Erfolg. Leicht schlage ich Systemsprenger. Und dann würde ich schon sagen, das ist auch... Also ich würde sagen, du schlägst Systemsprenger. Dafür hast du mindestens 3 Leute im Cast, die sehr viele das Leute kann alles sein. Und sehr viele Leute mögen. Kann alles sein, man weiß es trotzdem nie. Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall das Beste. Danke. Und ja, viel Erfolg und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, wenn du ein bisschen mehr zu deinem... Projekten sagen kann. Super spannend, das Projekt. Jetzt, das ist so ein tolles Projekt. Ja, cool. In diesem Sinne. Dank. Dankeschön. Prost. Cheers. Prost. Danke für die Einladung. Cheers. Danke ans Henry Hotel und danke an euch da draußen fürs Zuschauen und bis zum nächsten. Auf ein Drink mit. Tschüss.